Jetzt bin ich dann 11. Sommer da. Wetter beginnt heuer, haben wir so ein bisschen nässer. Die alten Hirte haben alle gesagt, das Gaukles sollte die Haare nicht drücken werden, das ist ein schöner Sommer. Wir stehen um 3:30 zum Morgen zu. Nachher gehen wir in den Stall. Melken 84 Kühe. Das sind ungefähr 4 Melker mit 7 Gehängen. Ich bin der Hirt und der Beihirt. Und nachher fahren wir mit den Kühen. Das heisst fahren. Das kennen nicht alle. Fahren heisst ungefähr 3 Stunden und eine halbe circa. Ist ja Wetter so wie heute, passt das gut mit Fahren. Aber ist schlechtes Wetter, ja, muss schon mal um die Hütte bleiben. Ein bisschen Ruhe. Meistens am Abend nachher um 5 Uhr fangen wir an zu sammeln. Dann sind wir um 6 Uhr, fahren wir in den Stall. Und nachher geht es weiter, wieder melken. Und dann melken wir nachher noch einmal ungefähr bis 9 am Abend. Und nachher kriegen wir einmal etwas Warmes zu essen. Ich bin jetzt 11, sind wir da. Zweimal ist mir jetzt eine Kuh angekugelt. Leider Gottes hin. Also wenn Binsen dir verunglückt, sage ich mal, kommt mir ein Zecher. Weil ich sage genauso sehr, wie mir leid, sage ich alle. Manche ist ein haariger Hexe, sagen viele, aber mir tut das noch schier und weh. Und ich fühle mit den Viechern mit und ich arbeite sehr gerne mit Tieren zusammen. Und nachher ein wahnsinnig gutes Produkt herstellen kannst, wo Leute Freude haben, das macht mir die größte Gaudi. Taugen tut mir an sich, dass du ein naturgetreues Produkt herstellen kannst. Aus Rohmilch. Also da wird nichts pasteurisiert, das ist wirklich naturpur. Und wenn es den Leuten nachher schmeckt und sie die loben, das ist etwas, was mir am meisten taugt eigentlich. Ja, ich bin der Spiess Leo. Wohne hier in Ried, im Oberinntal. Aufgewachsen bin ich in Langenstein. Bin ein Bergbauernbauer. Und ich habe jetzt die Gaukelsalm gepachtet seit 2 Jahren. Und der Fahr auch alle in den Berg unterwegs gewesen, auf Hütten und im Holz und auf der Alm. Und jetzt hat es mich hierher verschlagen. Und das gefällt mir wunderbar da. Mich faszinieren die Berge grundsätzlich um und um. Es ist immer so gewesen. Und wenn ich rausschaue morgens, wenn ich rausgehe vor die Haustür, dann denke ich mir, ich habe einen wunderschönen Arbeitsplatz. Ich bin ja eigentlich der Gastwirt, oder ich muss auf die Gäste schauen. Wir hatten hier ein Schnäpschen von mir. Ich tue ganz gerne kochen, mit Leib und Seele. Ich tue ganz gerne die Gäste bedienen. Ich bin ein richtiger Wirt. Ich liebe die Menschen. Das Nächste ist natürlich, dass ich hier auf der Alm bin. Das ist nicht nur ein Gasthaus, das ist natürlich eine grosse Alm. Wir haben ja 85 Kühe hier. Ich bin gerne auf der Alm, als, aber man hat die Landwirtschaft selber. Ob sie das noch mitspielt, alles drum und dran. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich werde mein Leben lang einen Bezug zur Alm haben, aber wenn ich es mal aufhören sollte, meine Zukunft besteht es nachher darin, dass ich meiner Frau glücklich ein Haus bauen möchte und Kinder zeigen. Und wenn es noch die Alm noch ausgeht, nachher werde ich es noch weitermachen und sonst werde ich neue Wege beschreiten. Ich habe da sehr wenig Sorgen. Ich glaube, es wird alles wieder ganz gut. Die Zeit wird sicher wieder gut. Wir müssen halt das mit dem Corona in den Griff kriegen.
ein bisschen das Wetter, was hat man als Gastwirt? Ich glaube, das Wetter ist für die Natur bei uns da wunderbar. Für einen Gastwirt ist es nicht so ideal, weil es natürlich sehr, sehr nass ist. Ich bin ein positiver Mensch und ich blicke sehr zuversichtlich in die Zukunft. Miteinander zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl, Gesundheit, zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl. Ich vergesse es gerade für euch. Zum Wohl.